Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, deine Tierpanade. Und heute spielen wir auf der Schocki-Farm. Ich bin voll mit Schocki. Heute spielen wir mit der Beto und mit der Baikus. Und mit Schokolade. Und mit Schokolade. Grüezi miteinander, Schweizer Runde heute. Bitte nicht, nee. Nein. Ich wollte es gerade sagen, bitte nicht. Wieso sind meine Erdbeeren immer noch nicht fertig? Ich habe einen famosen Kohl. Ich habe natürlich wieder nicht nachgeguckt, was ich... Oh Mann! Was kann ich überhaupt? Nichts. Ich habe wieder nicht nachgeguckt, was ich für die Ollen brauche. Die Ollen? Für die Ollen brauchst du normalerweise Chloroform. Ja, und den guten alten Anmachspruch. Hey Baby, riech dieser Lappen für dich nach Chloroform. Da musst du ein bisschen festhalten, aber dann sind sie hin und weg. Alter. Darf ich mal die Geschmacksrichtung von deinem Lippenstift ausprobieren? Den kannte ich noch nicht, ich finde ihn gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, was machen wir? Du bist ein Stein. Baikus, ich hoffe auch jedes Mal, dass du den so vorträgst. Genau mit diesem Ton. Ja, du riechst aber gut. Und die einzige Antwort, die du kriegst, da merkst du bestimmt auch mein Deo und sie geben dir Pfefferspray ins Gesicht. Vielleicht ist aber schön pikant und liegst am Boden. Ich mag Pfeffer. Ich brenne in den Augen. Kannst du es nochmal machen? Mach ich nochmal, ich hab's nicht gesehen. Kann man Pfefferspray benutzen zum Würzen von Fleisch? Ich will es nicht ausprobieren. Da musst du Baikus fragen, der ist der Koch. Ja, aber ich weiß nicht genau, was im Pfefferspray drin ist. Pfeffer so und Spray. Ja, die Frage ist, was ist besteht Spray? Warte. Pfefferspray zum Fleisch, Würzen. Jawohl, das ist sogar das erste, wenn du eintippst Pfefferspray zum... Ja, natürlich. Das war mir so klar. Also uns. Jawohl. Okay, erzähl. Ich muss das sofort unterbrechen. Die Bild hat natürlich den besten Artikel zu allen. Amazon-Kunde nutzt Pfefferspray beim Grillen. Wir haben den Spray bei einer Gartenparty verwendet und abgesehen davon, dass sich kaum eine normale Menge auf dem Grill gut verteilen ließ, schmeckte der Pfeffer säuerlich und war es viel zu intensiv. Der Druck war viel zu stark. Hier sollte vom Erzeuger nachgebessert werden. Ich rate von diesem Produkt ab und empfehle eine klassische Mühle. Wow. Wow. Also, ich werde hier jetzt erstmal auffüllen. So. Gut. Aber das war klar, dass irgendwer das schon mal probiert hat. Wobei ich denke, dass dieser Beitrag gefaked ist. Ja, aber dafür haben es viele Zeitungen mitgenommen. Das ist also genauso wie die mechanische Tastatur, die wir heute geguckt haben. Was war denn dann der falsch? Die Beschreibung mit 5 Sternen. Ey, du bist der... was gab's noch? Da gibt's diesen wunderschönen Fake-Artikel, den ich seit Ewigkeiten auf Amazon mal entdeckt habe. Das war, glaube ich, das 5000-teilige Schweizer Taschenmesser. Das 5-teilige... Ja, leck! Schweizer Taschenmesser. Ja, habe ich mir fast gedacht, aber... 5000-teilige Schweizer Taschenmesser. 5000? Ich finde es sehr schön, dass das Küken Chicken Nugget heißt. Ja, und guck mal, die Ente. Die Ente heißt süß-sauer. Super. Da haben wir's. Ja, das hab ich jetzt nicht verstanden. Okay, jetzt kannst du es nochmal probieren, Matt. Hoffentlich denkt jetzt jeder, dass nicht mein Internet, sondern ich rede einfach nur komisch. Du redest es komisch. Du redest wir immer. Alle. Ja. Ich find's immer noch schön. Es ist ein wie groß Ding, das Eis ist, ne? Es ist größer als dein Kopf. Ich bin gespannt, wie groß das Straußenei ist. Ich kaufe mir jetzt ein Straußenei. So groß Alter. Wie du. Ah, das sind Blaubeeren. Echt? Ich dachte, das sind Rotbeeren. Oh Mann. So, was ist denn jetzt mit deinem 5000-teiligen Schweizer Taschenmesser?
Kostet 8.900 Euro. Und hat solche schönen Sachen wie: bringt eingebaute Fluxkompensator auch die gewünschte 1,2 Gigawatt Leistung. Der Fluxkompensator. Ah, alles klar. Gibt es eine Möglichkeit, die Funktion nuklearer Erstschlag Impulswaffe zu deaktivieren? Und stimmt es, dass der Abhörsatellit auch deaktiviert wird? Suche seit einer Woche das Bernsteinzimmer. Kann mir jemand sagen, wo es sich genau eingebaut ist? Ich würde ihn direkt kaufen. Ja, das würde ich mir auch direkt kaufen. Also eben, das Wenger Schweizer Offiziersmesser Gigant, bester Artikel. Ich würde einfach in meinem Schweizer Taschenmesser leben. Ich glaube, da war auch noch was. Ich glaube, das war sogar die erste Rezension. Hat das Messer auch eine Einbauküche? Mehr fehlt mir gerade nicht. Alter. Ja. Ich find's super. Ich würde es kaufen. Ich auch. Hat knapp 1000. Es hat fast 1000. Ich denke mal 5 Sterne Bewertung. Mehr. Nice. Leuchtendes Blau. Ja. Cool. Gibt's auch 1 Stern Bewertung von wegen: ich bin nicht zufrieden. Das Bernsteinzimmer sah nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Moment. 13%. Echt? Alles Fake hier, das stimmt doch gar nicht. Gravierende Sicherheitsmängel. Ich war jahrelang stolzer Besitzer des Vorgängermodells und damit auch immer zufrieden. Nun ist mir das leider aufgrund eines Bedienfehlers kaputt gegangen. Und so weiter und so fort. Das ist leider ein 20-Seiten Text. Oh wow. Ich bin nicht zufrieden, mein Lachs war nicht aus Lachs. Große Windmühle. Echt? Ja, hat die Hühner jetzt schon weggemacht? Kann ich da jetzt schon weiter? Es ist mir ja letztens aufgefallen, dass... Ja, ich kann hier weiter durch. An der großen Windmühle nutzbar. Steinsalz, Zuckerrohr, Chili, Kaffeebohnen. Ja, keiner braucht Chili. Keiner braucht Chili, weg damit. Wo ist die Glocke? Entschuldigung. Neige deinen Kopf nach unten, dann hast du 2. Schnell, wir müssen Darius' Glocke von der Hexe zurückholen. Quark. Ach so, nein. Stimmt. Darius, gedankt. Ach ja, da muss ich ja erst auf die Insel und den Hibiskus holen. Tu mal. Na, weil... Ja. Aber um auf die Insel zu kommen, muss ich erst den Leuchtturm anmachen. Und wie ich den Leuchtturm anmache, weiß ich nicht. Weil... Pablo Desca schießt mich tot. Keine Ahnung. Es ist in der anderen Gruppe, in der Matchili, da steht's drin. Wieso haben die heute geschlossen? Ich krieg so Skrozen. Juan Pablo Español de Escobar. De Escobar. Hi. 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 Tut mir leid, ich spreche kein... Tut mir leid, ich spreche kein Dumm. Okay. So. Tut mir leid, ich spreche kein Hentai. Was? Was? Wieso sprichst du das nicht? Nani? Ja, aber ja. Nani? Oh, Metzama. Oh, Tatipoyo. Oh, Metzama. Das nie wieder. Okay. Blaubeere. Ja, Blaubeere. Ja, Blaubeere. Oh, was? Ja, Lag. Nein, es ist kein Lag. Das ist nur ein Standbild. Das ist kein Lag. Siehst du, Baikus beschwert sich nicht, dass es laggt. Nein. Das bist nur du, Matt. Siehst du, und jetzt täuscht er wieder die C vor. Ich bin Matt. Mein Internet ist schlecht. Ich hab Standbilder. Warte, wupp. What the fuck? Ha, naja. Ich hoffe, dass sich mein Mikro jetzt nicht verabschiedet hat, weil ich so ein ekliges... Naja. Falls doch, dann habt ihr halt nur Baikus und Matt als Stimme. Ach, oh Gott, das passt dann, schon. Dann, oh nein. Wird's, wenn ein Zuschauer sich umbringen.
Ach, das tun sie schon, wenn sie bei mir zugucken. Ja, stimmt. Deswegen werden auch irgendwie nur die Zuschauerzahlen weniger. Ja. Irgendwann habe ich gar keine Klicks mehr und dann heule ich mich. Und dann bringst du dich selber um. Das ist so eine Reihe aktiver Sterbehilfe. Und dann fängst du an Sport zu. Was? Hey, das glaubst auch du. Dann werde ich mich einsam in meine Bettdecke kuscheln und weinen und sagen, niemand hat mich lieb. Alles nee, klar. Und dann wenn du das der Fall dich ein, machst den Burrito und guckst deine eigenen Videos über einen Proxy an, dass du Views kriegst. Wenn du dich in eine Decke kuschelst und sagst, niemand hat mich lieb, dann komme ich dich besuchen, stell mich vor dein Bett, wo du drin liegst mit deiner Decke, sage, jo, ja. Und fahr wieder weg. Nee, ich finde die Idee vom Bett besser, dass ich mir so 10 unterschiedliche Accounts mache und dann kommentiere und dann lese ich die Kommentare und freue mich. Oh, da hat dieser... Schizophrenie auf einem ganz neuen Level. Ja, aber dann hat er auch, ist er auch noch so halb unkreativ und sagt sowas wie, ich nenne den ersten Charakter Darkane-Fan und den anderen Darkane-Fan 1. Dann sitzt er, dieser Darkane-Fan 2 ist so ein dummes Arschloch, den mach ich dann überhaupt nicht. Dann liest er Hate-Kommentare. Nee, ja, das passiert. Dann mach ich so ein Darkane-Hate 1. Deine Videos sind schlecht, Muha. Und er wechselt im Haus Persönlichkeiten, je nachdem, wenn er sich einloggt und ausloggt. Also die Episode hat mir jetzt gut gefallen und dann wechselt er, oh, ich hasse diesen Tag. So Smeargol-Gollum-Style. Sehr gut, würde ich so unterschreiben. Und es endet darin, dass du dann sowas hast wie, nach 15 Episoden so schreibst du sowas drunter wie, immer derselbe Kram. Kann er nicht noch was anderes? Das nicht. Ja. Oh. Sehr gut. Also ja, was ist dein Plan in Harvest Moon? Ich habe keine Ahnung. Rumlaufen, blöde Kommentare sagen und abends ins Bett gehen und mir denken, fuck, der Part ist zu lang. Also, viel, viel wichtiger ist ja für mich, weil ist ja deine Tierpanade. Wann wirst du dein erstes... Ja, auch recht. Wann wirst du dein erstes Haustier, also den Stein, an dich reißen? Wann Rocky. Wirst du Rocky zu dir holen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Zuerst werde ich ihn in Weizenmehl wälzen, damit das Ei besser klebt und dann in die Semmelbrösel. Und dann goldgelb in Fett ausbraten. Das ist meine Antwort. Ha. Und jetzt kommt meine wichtigste Frage. Kann man aus Steinen eine Steinpanade machen? Bestimmt. Locker. Da musst du den Balkus fragen, der ist Koch. Balkus, mach mal Steinpanade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man Steine irgendwie kleinreiben kann und sie jetzt irgendwas nehmen will. Mach mal Steinpanade. Geht bestimmt. Mach Steinpanade. Kann ihr Stein weitermachen? Mach Steinpanade. Wenn du schon Fisch in Salzkruste und sowas kannst, dann kannst du auch Steinpanade machen. Da kannst du ja auch Filet in Steinpanade machen. Weiß nicht, wo du wolltest, aber wenn ich es wüsste, würde ich zu dir fahren und dir ein Stein ins Gesicht schmeißen und sagen, hier hast du. Und dann mach ich es auf oder ich versuch's irgendwie aufzuschlagen und dann sitzt ihr, da wäre gar nichts anderes drin außer Stein. Wo wusstest du, dass das mein Leibgericht? Steinpaniert in Stein. Ach stimmt, wichtiger. Ich brauche ja auch noch Erze für... Oh, Erze, oh ja, Gott. Ja, die kann ich jetzt holen, ich brauche ja noch Erze, ne? Könnt ihr mir sagen, kann man aus Erzen Panade machen? Bestimmt. Ja, das ist eigentlich schon. Weil das erste Schnitzel war sogar mit Gold. Ja, das war aus Gold. Istanbul Gold. Damals. Oder wie? Nee, das heißt Wien. Nee. Das panierte Schnitzel, also das Wiener Schnitzel, das kommt nicht aus Wien. Das war irgendwo anders, wo es im Prinzip darum ging, dass die, dass im Prinzip der Kaiser oder der Herr wollte, hat halt immer im Prinzip Fleisch mit Gold paniert gegessen. Und die Bauern wollten das auch und daraus haben sie halt dann Semmelbrösel gemacht. Und daraus ist dann das panierte Schnitzel entstanden. Warum heißt das dann Wiener Schnitzel? Weil Wiener Schnitzel einfach nur sowas ist wie... Weil es aus Istanbul kommt, ist doch logisch. Verdammte ja, okay. Axt, Baiko.
Kannst du so genau. Kackenblöd sein? Natürlich. Das klassische Wiener Schnitzel wird mit Sardellen und Kapern serviert. Echt? Ja. Gut, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Das originale Wiener Schnitzel ist ein Kalbschnitzel. Das wusste ich aber, das Kalb ist. Paniert, dann in ganz viel. Feldmarschall-Radetzky, das Rezept 1857 aus Italien. Istanbul. Istanbul, ja. Nee, aber meine, das... Meine Güte. Mailand oder Madrid, ja. Hauptsache Italien. Hauptsache Italien. Nee, aber... Konstantinopel hieß das früher, wenn ich mich nicht täusche. Da kommt es ursprünglich her. Das ist fucking Istanbul. Ja, da kommt das her. Das hab ich gesehen. Das ist aber egal. Aber da kommt das ursprüngliche... Warte, da kommt es ursprünglich her. Das ist aber eine komische englische Stadt. Konstantin eats Popel, was? Konstantin eats Popel, was? Matt. Immer mit deinen Witzen. Keiner hat so einen schlechten Humor wie ich. Doch, ich. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, ja. Ich brauch noch Gold. Geil! Für den Schnitzel? Ja, ich will Kälbert panieren. Ja! Da ist ein... Ein Maulwurf. Ja, den kann man doch auch panieren, oder? So. Ja, das dürfte gehen. Warum kam aus dem Maulwurf ein Pilz? Warum war der Pilz bedenklich? Kam der aus dem... Nein. Weil der Maulwurf schon geschimmelt hat. Ist so und nicht anders. Dankeschön für diese Aufklärung, Baikus. Oh ja, gerne. Zurück in deinen Käfig. Kriege ich wenigstens was zu essen? Nein! Kacke, nein! Kacke, nein, ich verhungere nein, schon Baikus, du wirst nicht verhungern. Du wirst nicht so, wie wir alle verhungern. Hier hast du deine Decke und deine Thermoskanne voll mit heißem Kakao. Oh. Gute Alter, ausschließi. Das heißt, ich soll den Kakao trinken und die Decke essen, oder was? Du kannst es auch andersrum machen. Ja. Guck mal, Pat, Feuererz. Mein Kupfererz. Warum ist das so knallrot? Weil... I'm firing my laser. Deswegen. Weil der Kate ist gegengelaufen, das ist Blut. Ja. Nee, das ist, weil ich auf den Stein gehauen habe. Der Stein... Eigentlich ist das ein Diamant. Oh, Dunkelheit. Ja, gut. Darkness Gas released. Was? Nocturne hat geultet. My old friend. So, gib mir Gold. Nö. No gold for you. Ich brauche aber Gold. Ist die bedenklichen Pilze. Genau. Dein cooles Kit. Stärkungsgas. Heißt das, ich kann die Pilze, die Steine jetzt mit einem Schlag kaputt hauen? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Was hat es gestärkt? Deine Lungen natürlich. Heilgas. Was ist das für ein Gas? Was ist das für... Nochmal Heilgas. Das ist Guck gut. mal deine Ausdauer an. Hast du irgendwie Beziehungen oder was? Nein, das sind die Steine. Das sind Geysire unten drunter und... Nein. Heilgas. Deine Ausdauer ist halt wieder komplett voll. Ja, das finde ich gut. Entsprechend kann ich hier jetzt alles mitnehmen. Heilgas. Und trotzdem hast du... Huhaha. Schnelligkeitsgas. Hurra. Holy shit! Du wirst schon ganz blau. Da ist Golderz. Nice. Nein, Dunkelheitsgas. Wir hätten hier drin gepumpt. So. Du musst die Welt retten. Nochmal Dunkelheitsgas. Das ist ja gar nicht mehr dunkel geworden. Nee, eigentlich nicht, ne? Das ist egal, ich kann hier jetzt sehr viel Erz mitnehmen, das finde ich äußerst gut. Easy nice. So. Wie viel Erz haben wir denn schon? Nicht genug. Mal. Einfach alles kaputt hauen. Du findest ja, nicht genug Gold. Du findest eh wieder irgendwelches Gas. Ja. Ich hoffe, dass ich Gas finde, was Licht macht. Ja, das wäre äußerst nett. So.
Da sind überall fucking Laternen, es ergibt einfach... Nein, Chaosgas. Ah, jetzt. Ich gehe mit meiner Laterne. Dö, 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 dö. Gelber E. Oh, ich hab keinen Platz mehr. Ich würde sagen, wir essen den einfach mal und gucken, was passiert. Ja, ja, ja. Das Ende des Let's Plays. So nach Motto halt. So, wir haben nur ein Golderz, aber das reicht eigentlich, weil. Was this moment he knew. Fucked up. At this moment, days new, he fucked up. So. Oh, nochmal Chaosgas. Juhu. Ist aber kein Problem. Weil anscheinend kann unser Typ Vergasung ziemlich gut ab. Professor Karl. So, gehen wir. Nee, zurück zum Anfang. Wir lassen das jetzt erst einmal alles, veredeln. Und dann gucken wir mal mit dem alten Typen, was der braucht. Der hat ja gesagt, er braucht ein Kupfer, ein Eisen, ein Silber und ein Gold, ne? Und? Bin ich dein Questlog? Nein, das war die Frage an mich. Ich habe nur laut gedacht, lass mich in Ruhe. Nein, eigentlich bin ich dein Questlog. Ich bin gerade mit Dazen Fan 1137 und, ja. Und mit Dazen Hater 17. So. Und mit Kevin. Ich ja, niemand ja, mag Kevin. Das kostet 35, ja bitte. Gut, das ist sehr günstig. Einmal Silbererz macht ein Alteisen. Was? Okay. Das ergibt keinen Sinn. Bob Mira, du bist scheiße. Warte, oder hat er gesagt, er braucht... Er braucht zwei Eisenerz, oder? So, also. Ich werde das jetzt einfach mal begutachten. Ja, sechs wertloses Erz macht... Sechsmal Alteisen. Hurra! Die Frau produziert nichts Gescheites, kann das sein. Geh wieder zurück, manisch-depressiv zu sein, bitte. Ich werde jetzt nicht das ganze Kupfererz begutachten. Ich werde das jetzt erstmal aufteilen. Wenn ich die richtige Taste finde. Da wieder die ganzen Finnbilder. Ich glaube, du solltest du mal ersetzen. Ist das einfach ein Typ? Du gibst dir so. Dein ganzes Zeug und kriegst nichts wieder. Ja. Nee, ich werde jetzt einfach mal gucken, was auch aus einem Kupfererz rauskommt. Ob da jetzt Kupferbahnen rauskommen oder nicht. Alteisen. Tatsächlich. Tatsächlich. Wow. Du blödes Etwas. Ich glaube, ich habe gerade mein ganzes... Es macht nicht mehr Sinn. Hey, da hast du Kupfererz. Hier hast du Alteisen. Was? Komm bald wieder. Ich habe bald wieder neue Kupferware. Aber wie, wo hast du denn... Ach, hier, noch mehr Alteisen für dich. Okay. Das Gefühl, sie gibt dir einfach den Schrott. Überlegt es, der hat das Kupfer erst, der legt so unter den Tresen und hebt irgendwas anderes hervor. Hier, Alteisen. Rupert. Ja. Ein Eisenerz, ein Kupfer. Ach, ich brauch das Erz. Oh. Oh. Oh Mann, ich brauch wirklich das Erz. Ein Golderz, ein Eisenerz und ein Kupfererz. Dann fehlt mir nur ein Silbererz. Was ist draus geworden? Alteisen! Nice! Gott verdammt. Ja, das Alteisen hau ich dann weg. Ja, dann gehen wir einfach nochmal. Wie lange hast du offen? Bis 18, ne? Bis 20 Uhr. Ja, gut, dann gehen wir einfach nochmal in die Mine. Meister Yoda juckt es nicht. Ja, das machen wir aber im nächsten Part. Ich werde jetzt den Rest verkaufen. Das hier und den gelben Edelstein. Und ich sag mal so, 14 Pilze werde ich noch verkaufen. Gut, Leute, das war's für den Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play. Hab's und deine Tierpanade. Ciao, ciao. Au.